Hallo, liebe Interessenten unseres Online-Workshops Outreach Excursion oder wie wir es zu Deutsch übersetzt haben, Grundlagen für sichere Wahrnehmungen und Erfahrungen jenseits der physischen Realität. Wir haben in unseren Newslettern vor einigen Tagen diesen Workshop angekündigt und es sind doch sehr viele E-Mails mit Fragen gekommen, die ich in Form dieses kurzen Videos ganz gerne beantworten möchte, um da ein bisschen Klarheit reinzubringen, worum geht es tatsächlich und wie ist der Ablauf dieses Workshops. Ja, worum geht es? Es geht um die Erkundung des eigenen Selbst auf den Ebenen des Bewusstseins. Wir schaffen in diesem Workshop Grundlagen, die uns erlauben, unsere Wahrnehmung auszudehnen, unser Erfahrungsspektrum zu erweitern und tatsächlich auch eine Fundierung zu schaffen, um erfolgreiche und bewusste außerkörperliche Erfahrungen haben zu können. Und dazu gehört das spezielle Üben zweier Fokus-Level nach Monroe, Fokus 10 und Fokus 12. Dazu komme ich aber gleich nochmal. Das Monroe-Institut selbst unterrichtet seit einigen Monaten bereits Online-Workshops, da natürlich aufgrund der Pandemie die Reisemöglichkeiten und Veranstaltungsmöglichkeiten extrem eingeschränkt, wenn nicht unmöglich sind. Und mit Erstaunen hat das Institut festgestellt, dass also der Zuspruch und das Feedback ganz enorm positiv ist, was die Online-Workshops angeht. Und so hat man uns jetzt auch in Deutschland die Möglichkeit gegeben, zumindest schon mal mit einem zweitägigen Online-Workshop loszulegen, um euch eben auch die Möglichkeit zu bieten, die Monroe-Methode kennenzulernen und erste Schritte in Richtung Bewusstseinserkundung zu gehen und vielleicht auch Grundlagen zu schaffen für das erfolgreiche Üben von außerkörperlichen Erfahrungen. Ich werde diesen Online-Workshop gemeinsam mit meinem Trainerkollegen Uli Herold unterrichten. Der Uli ist bereits seit dem Jahr 2000 Monroe-Trainer, nachdem er 1998 sein erstes Programm am Monroe-Institut absolviert hat. Ich bin seit 2010 Trainer und bin im Jahr 2000 zum Monroe-Institut gekommen. Und wir haben natürlich gemeinsam auch eine geballte Ladung an Erfahrung, die wir mitbringen und die wir teilen können in diesem Workshop, um euch bestmöglich zu unterstützen. Und das ist der Vorteil, ganz klar, jetzt im Vergleich zu einem Live-Workshop, die wir nur separat und jeder für sich unterrichten. Hier habt ihr die Möglichkeit, von uns beiden zu profitieren. Ja, der Ablauf unseres Workshops sieht so aus, dass wir natürlich erstmal eine Einführung in die Monroe-Methode geben, dass wir sehr genau und gut konzipierte Hemisync-Meditationen streamen werden über Zoom für euch, damit ihr direkt praktische Erfahrungen sammeln könnt und eben auch von einer Gruppe profitiert, die genau die gleiche Absicht wie ihr fasst, die gemeinsam übt. Nur ist der Unterschied zu den Live-Workshops, dass jeder in seinem trauten Heim liegt und da eben auch eine wunderbare Ruhe hoffentlich findet, was oftmals in Live-Workshops nicht so ganz der Fall sein kann, weil viele Menschen zusammen in einem Raum liegen. Also da sehe ich den enormen Vorteil bei dem Online-Workshop. Die Übungen bauen sehr gezielt aufeinander auf und vermitteln die Grundlagen von Fokus 10. Das ist eine Tiefenentspannung, in der der Körper tief ruht und der Geist wach bleibt. Die Monroe-Methode bietet dort sehr wertvolle Werkzeuge, die es uns erlaubt, ein sogenanntes Brain Entrainment zu erfahren, damit wir diese Zustände später auch ohne die Hilfe von Hemisync wieder einnehmen können. Und das funktioniert in der Regel auch wunderbar mit minimalem Training. Anders als viele Programme, die man online findet, sind wir live dabei. Das ist auch ganz wichtig, weil es kamen Fragen, ist das denn nur ein Vortrag, den ihr haltet und der dann auf Wunsch jederzeit abrufbar ist? Nein, das ist tatsächlich ein Workshop, der live von uns moderiert wird und in dem ihr euch als Teilnehmer auch live untereinander austauscht. Wir führen in jede Meditation ein mit einer Vorstellung der anstehenden Übung, mit den Zielen und dem Sinn dahinter. Dann habt ihr die Möglichkeit, für die Dauer der Meditation euch zurückzuziehen. Wir streamen über Zoom in Stereo die Hemisync-Übungen entsprechend.
Und anschließend treffen wir uns gemeinsam wieder im Gruppenraum. Und dann hat jeder Teilnehmer die Möglichkeit, seine Erfahrungen zu teilen oder eben auch von den Erfahrungen der anderen zu profitieren und zu vergleichen und zu sehen, wie hat das bei anderen funktioniert oder sind da Ähnlichkeiten, wie können wir uns untereinander unterstützen. Der Vorteil ist natürlich, dass die Energie in einer Gruppe sehr tragend ist. Und das hat nichts damit zu tun, ob die Gruppe in einem Raum ist oder über die ganze Welt verteilt. Die Absicht ist das, was zählt. Und wir verbinden uns gemeinsam mit einer Absicht. Und dadurch erzeugen wir auch eine wunderbare Gruppenenergie. Das ist eine der Erfahrungen, die sich herauskristallisiert haben, jetzt in den letzten Monaten bei den Teilnehmern des Monroe-Instituts in Virginia, die gesagt haben, also es hat tatsächlich dem Programm überhaupt keinen Abbruch getan. Die Gruppenenergie war genauso stark wie am Institut selbst. Und ich bin sehr gespannt und freue mich darauf, auch diese Erfahrung mit euch gemeinsam machen zu dürfen. Es gibt ein paar Voraussetzungen, die erfüllt werden sollten. Zum einen persönliche Voraussetzungen, das heißt, man sollte mental gesund sein. Das ist schon eine ganz gute Voraussetzung. Wer zu Epilepsie neigt, der muss vorsichtig sein mit Audiotechnologien, die binaurale Schwingungen produzieren. Dazu gehört auch Hemisync. Da sollte man nur teilnehmen, wenn man sich vorher mit seinem behandelnden Arzt abgesprochen hat. Und Menschen, die in akuten Depressionsphasen sind oder tendenziell zu Depressionen neigen, die müssen auch ein bisschen vorsichtig sein und sollten da vielleicht von absehen, besonders weil sie allein zu Hause üben. Und man sollte also möglichst sich wohlfühlen und gut fühlen, wenn man in dieses Programm reingeht. Es gibt sonst darüber hinaus nur die Altersbeschränkung. Unsere Teilnehmer für den Online-Workshop sollten mindestens 18 Jahre alt sein. Wir haben aber auch ein paar technische Anforderungen, die erfüllt werden müssten, und zwar eine stabile und schnelle Internetverbindung, damit ihr vielmehr das, was wir über Zoom streamen, auch bei euch wirklich rein und gut bei euch empfangen könnt. Dazu ist ein Laptop oder Desktop-Computer geeignet. Handys und Tablets sind nicht unbedingt von Vorteil, da Zoom nicht die Möglichkeit hat, jedenfalls momentan noch nicht, Stereoton auf Handys bzw. Tablets zu streamen. Das geht momentan nur auf Laptops und Desktops, und da Hemisync nur unter Stereo funktioniert, wäre das natürlich dann ein ziemliches Hindernis. Wir benötigen ein kostenloses Zoom-Konto von euch, damit ihr teilnehmen könnt, beziehungsweise ihr benötigt das. Das könnt ihr einrichten, einfach mit E-Mail und Passwort. Und dann werden wir im Vorfeld des Workshops mit jedem Teilnehmer ein kurzes Gespräch führen, um zu schauen, können wir die Einstellungen schon mal optimieren, damit das für den Seminartag schon alles geregelt ist. Und in dem Gespräch gucken wir auch und versuchen herauszufinden, wie wir euch am besten unterstützen können, denn jeder kommt ja mit anderen Erwartungen und mit einem anderen Background, und das hilft dann schon mal im Vorfeld, das Ganze ein bisschen auf einen Nenner zu bringen. Ja, was auch vonnöten ist, sind Stereo-Kopfhörer, möglichst keine Ohrstecker und keine kabellosen Modelle. Die Ohrstecker haben den Nachteil, dass sie rutschen unter Umständen. Die kabellosen Modelle haben den Nachteil, dass es unter Umständen in der Übertragung zu fehlerhaften Signalen kommen kann, und das stört innerhalb einer Meditation ungemein. Deswegen sind verkabelte Kopfhörer, so zeigt die Erfahrung, immer noch am besten. Wir sind auch gefragt worden, ob es okay ist, Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung zu nutzen, Noise Reduction Technologies. Wir wissen momentan nur sicher, dass die Bose-Technologie, die zum Beispiel bei den Quiet Comfort Kopfhörern verwendet wird, überhaupt kein Problem darstellen für die Übertragung von Stereo und Hemisync insbesondere, während es andere Modelle gibt, wo die Übertragung durch die Geräuschunterdrückung nicht unbedingt gegeben ist. Deswegen ist es vielleicht besser, es sei denn, ihr habt die Bose Quiet Comfort Kopfhörer, dass ihr keine Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung nutzt, damit wir das volle Spektrum der Frequenzen auch erleben können. Eine Frage, die auch immer wieder gestellt wurde: Wird es eine Aufzeichnung geben von diesem Workshop? Kann man sich den später nochmal wieder anschauen oder anhören?
Das Monroe-Institut hat sich dagegen entschieden und auch wir werden keine Aufnahme machen von dem Workshop und wir werden auch alle Teilnehmer dazu anhalten, keine Aufnahmen zu machen, damit die Privatsphäre des Einzelnen geschützt bleibt. Denn wir haben es hier mit einer sehr sensiblen Thematik zu tun und verständlicherweise möchte nicht jeder das, was er dazu beiträgt oder sein Bild auch nicht im Internet sehen und deshalb wird es keine Aufnahme geben. Das wird aber in den Live-Workshops auch nicht gemacht. Von daher tut das dem Workshop absolut keinen Abbruch, denn ihr lernt ja diese Werkzeuge in diesen 2 Tagen. Ihr könnt euch Notizen machen und ihr könnt zeichnen, was immer nötig ist für euch, um eure Erinnerung frisch zu halten an die vergangene Übung oder auch an das, was kommt. Und dann kann man damit natürlich auch zu Hause entsprechend weiterarbeiten. Ja, der Termin für unseren Online-Workshop ist der 5. und 6. Dezember 2020. Und wir haben die Teilnehmerzahl für den Workshop auf 12 begrenzt. Das hat den Hintergrund, dass wir sicher gehen möchten, dass auch jeder optimal betreut ist und jeder die Chance bekommt, Fragen zu stellen und Erfahrungen zu teilen, anders als in vielen Online-Programmen, wo teilweise 40, 50 oder 60 Leute zugelassen werden, ist das hier eine sehr persönliche Sache. Und da wir eben auch 2 Trainer sind, ist 12 Teilnehmer das schon eine wunderbare Zahl. Und eure Anmeldungen könnt ihr an folgende E-Mail-Adresse schicken. Ich freue mich, euch zu sehen. Bis hoffentlich bald. Tschüss, euer Oliver.